So, ich bin jetzt angekommen, es ist wieder Potluck-Zeit. Heute habe ich gar nicht das filmen können, wie ich gelaufen bin, was ja immer total interessant ist, weil einfach der Joachim da hinten, der Joachim hat dich mitgenommen und ja, da bin ich halt mit dem Auto sozusagen zum Potluck gefahren worden. Es ist jetzt ungefähr so eine Viertelstunde bevor der offizielle Beginn, die Festlichkeiten beginnen, aber ja, sind, wie ihr seht, sind schon ein paar Leute da und zwei sind wieder aus Würzburg jetzt hier schon gekommen. Das ist der Markus und der Tobias von Roarletics. Vielleicht kennt ihr den, hat auch einen YouTube-Kanal. Genau, der Joachim ist aus Frankfurt gekommen, also jetzt schon ein internationales Publikum. Und die beiden dort, das ist der Dario, der hat auch einen eigenen Kanal. Der war beim Live-Talk mit dabei, wo wir über Libertarismus geredet haben. Der kommt aus Jena, also quasi noch gar kein Leipziger so richtig. Der Jesper ist da, Jesper Niemann, der hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Der kommt nämlich aus Stuttgart oder der kommt von überall her, kommt der. Und ja, wie gesagt, geht jetzt los. Und ich werde euch mitnehmen, wenn heute was ist, vielleicht ins ein oder andere Interview, mal schauen, was passiert. Ich freue mich auf jeden Fall total und habe mega Hunger. So, das gleich, Silas. Das ist alles so vieles, ist hier selbsterklärend. Bananen, Melone, Gemüsesticks, Brokkoli, kleine Gurken, Datteln. Das ist in der Joghurt-Dip. Ach, was ist das für ein Dip? Das sind Tomaten mit Sonnenblumenkern, Oregano, Zitronensaft und Salz ein bisschen. Okay. Und Gurken sind auch mit drin. Gurken. Okay, so ein Dip zu diesem Gemüse hier, ne? Ja, genau. Wahrscheinlich. Okay. Dann Ananas, dann ist hier ein Salat mit Granatapfelkernen. Ein Blumenkohlsalat mit Mungbohnensprossen, mit Granatapfelkernen und diese Minze, wie heißt die? Zitronenmelisse. Okay, so rum. Zitronenmelisse. Okay, hier so ein paar Energiebällchen. Und Datteln. Und Datteln. Genau, das sind nur Natural Dates und Kakao und dann außen Mesquite-Pulver. Okay. Johannisbeeren, erklärt sich auch von selber, Tomaten. Hier kommt ein Salat, das ist? Ja, das sind Buchweizensprossen, Rucola, Tomaten, Pinienkerne, Sellerie. Relativ viel Balsamico, geraspelte Zucchini, Kürbiskerne und genau, geraspelter Sellerie. Und hast du Salz dran und Pfeffer? Ja, Salz, Pfeffer, Provence. Ja. Achso, Pilze ein paar kleine noch. Okay. Aprikosen sind hier noch. Hier ist Salat wahrscheinlich mit rote Beete. Couscous-Salat mit roter Beete und mediterranen Gewürzen und Alfalfa-Sprossen. Und Buchweizensprossen, Buchweizen und Sesamschwarzen. Genau, schwarzen Sesam. Genau. Hier ist ein Salat. Ja, das ist ein Sellerie-Salat. Mit Stangensellerie und Knollensellerie und Orangen- und Zitronensaft und Pfeffer. Brokkoli-Salat mit Paprika, Sonnenblumenkern und Tzatziki als Dressing. Mhm. Hier ist noch irgendwas in einem Glas. Da ist ein Rhabarber drin. Rhabarber. Achso. Rhabarber. Und hier ist ein Obstsalat. Wahrscheinlich. Ein Obstsalat. Genau. Hier ein Kuchen von der Antje. Maulwurfskuchen, diesmal viereckig. Okay. Bananenfüllung, ne? Bananenfüllung und Schokoteig. Der ist super. Hier haben wir noch einen Salat mit Sojasprossen. Das ist nur Gemüse. Ach, das ist nur Gemüse? Ja. Ach so. Okay. Genau, das ist von Markus. Das ist dieses, was von Markus gemacht hat, in Großform mal. Das ist diese Kokossuppe. Ach super, ja. Da muss ich mich diesmal ranhalten. Ja. Genau. Koriander. Hier steht irgendwas. Was steht hier? Ich kann es gerade nicht lesen. Kräuterquark. Kräuterquark. Okay. Wasser, Olivenöl. Können wir jetzt mal aufmachen. Ah ja, okay. Also so ein Kräuterquark mit Kapuzinerkresse. Das war selbst erklären, da muss derjenige nicht machen. Genau. Hier sind Dattel noch. Die Nüsse sind jetzt. Und ein Kuchen. Wer hat diesen Kuchen gemacht? Ich. Das ist ein Apfelkuchen mit einer Kakaobutterfüllung und oben Apfelchia drauf. Warum fehlen da schon 5 Stück? Frühstück. Okay. Noch so ein Dip oder sowas? Nein, das ist Eiersalat. Oh. Aus Sonnenblumenkernen mit Zucchini und gelber Paprika. Und eine fermentierte Tomate. Fermentiert. Okay. Dann haben wir so Cookies mit Cranberries oder. Nee, Johannes, irgendwas gefrorene Beeren. Nee, das ist Moosbeere. Also die habe ich gemacht mit Haferflocken, also Banane als Klebemittel, ja. Damit das so ein bisschen hält und im Dehydrator getrocknet. Okay. Super. Das ist einfach nur ein Salat mit Sprossen und Hanfdressing. Okay. Wer hat diesen Salat gemacht? So, sieht aus wie Möhre und Zwiebeln. Ja. Möhre, Weißkohl, Apfel und so ein bisschen Öl, Apfelessig ist drin und Himalaya-Salz und Pfeffer. Okay, hier ist Paprika. Nee, was ist das? Ach, Jackfrucht.
Das ist Jackfrucht. 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 Die scheint gefroren gewesen zu sein, weil es kalt ist. Oder war im Kühlschrank? Couscous-Salat. Couscous. Couscous-Salat. Mit Gemüse. Mit Gemüse. Ja, genau. Hier ist auch nochmal verschiedenes Gemüse mit einem Basilikum, Sonnenblumenkern, Basilikum-Tipp. Okay. Das hier ist Gemüsebrot. Grasbrot. Das ist Grasbrot. Ja, das weiß ich noch. Sehr intensiv, sehr grasmäßig. Sehr grasig, genau. So. Das ist aber sehr, also optisch, sage ich mal. Sehr schön. Wer hat das mitgebracht? Wer kann das dazu? Wer hat diese Erdbeeren, Buchweizen? Mit gekeimten Buchweizen. Das habe ich immer auch. Dann sag mal was dazu. Erdbeeren, Buchweizen. Gut, okay. Salat, Ananas, verschiedene Dips. Was sind das für Dips? Das ist Zitrone, kleine Zucchini, Knoblauch, Petersilie, ja, und Salz. Okay. Brokkolisalat? Hat die Mama gemacht. Brokkoli? Brokkolisalat. Brokkoli ist dabei. Ich bin gerade beschäftigt. Also Brokkolisalat einfach. Okay. Das ist auch gemischter Sommersalat. Gemischter Sommersalat. Und das ist ein Protein-Crunchy. Okay, gedörrt wahrscheinlich. Ja, genau. Ach, das war es wahrscheinlich auch du, die das dort gemacht hat. Himbeerkuchen. Himbeerkuchen, okay. Mit Himbeeren und Kuchen. Mit Mandeln, Cashews, Kokosöl, Himbeeren. Also ganz einfache, ganz wenig Zutaten. Ja. Eigentlich super. Cool. Und Guarkernmehl. Und das Guarkern. Wird so fest. Genau. Damit es ein bisschen dick, fester ist. Eine Champignonsuppe hier. Auch sehr lecker. Und hier irgendwie ein Dip mit Basilikum. Gehört hier noch dazu. Ah, gefüllte Champignons. Naja, ich musste ja die Stiele verarbeiten. Was ist da drin? Basilikum und Basilikum, Tomaten, Avocado ist in den Dip drin. Okay, schön. Und Erdbeeren und hier noch eine. Ah, Durian. Durian. Wo ist Erik? Das warst du, weil Erik wollte nämlich auch eine mitbringen. Die habe ich mal mitgebracht, ja, genau. Super. Also da gedacht, dass wer Duri noch nicht kennt, der darf sich dann später mal melden. Die muss noch ein bisschen reifen. Und ja, also im Laufe des Tages irgendwann gibt es eventuell noch eine Durian-Verkostung. Ja, für alle wird es nicht reichen, deswegen. Ja, ein kleines Stück vor. Kleines Stück. Jeder ja, darf mal beißen. Oder die am längsten durchhalten heute, die bis um 8 da sind. Die verdienen haben dann. Hallo, ihr Silke, herzlich willkommen auf diesem YouTube-Kanal. Ich bin heute wieder mit anderen YouTubern vereint. Da hätten wir hier drüben die Antje von Einfach Anfangen, den Tobi von Rawletics, den Christian von Raw Spirit, die Hanna von Hanna und Osmo, zurück zum Bauchgefühl. Mhm. Genau. Und heute geht es um den Ballengang. Wir wollen euch heute in diesem Video zeigen, wie der Ballengang funktioniert. Wir hatten dann letztes Mal, oder wir hatten schon beim letzten Potluck, wir sind nämlich heute wieder beim Potluck vereint, und wir hatten beim letzten Potluck schon ein Video gemacht über das Barfußlaufen und haben unsere Barfußschuhe vorgestellt, und dann ging es auch ein bisschen um den Ballengang, und da kam dann auch die Frage von einigen Zuschauern, na, wie geht denn jetzt der Ballengang? Und das wollen wir euch heute in diesem Video zeigen. Genau. Und der Ballengang, viele assoziieren ja einfach nur, dass es vorne zuerst aufkommt, dann hinten irgendwie aufkommt. Also zuerst vorne und dann hinten. Aber wir haben dann auch gemerkt, wenn man sich unterhält, dass es doch einen oder anderen, ja, doch noch ungesunden Ballengang gibt. Ne? Also dass es dann, also Ballengang ist vor allem was Natürliches, ein Prozess, der wirklich, ja, einfach dafür sorgt, dass die Muskeln, die Sehnen, dass alles natürlich abgefangen wird und nicht, dass die Knochen irgendwas, so einen stumpfen Schlag erleben. Und man kann auch mit dem Ballengang tatsächlich falsch laufen. Ich habe das nicht für möglich gehalten, weil ich den Ballengang eben intuitiv erlernt habe und nicht nach Anleitung. Aber heutzutage wird ja alles mit Anleitungen und sonst was. Und und wenn man da ein bisschen was dann falsch macht, dann deswegen wollten wir heute euch aus 5 verschiedenen Perspektiven, aber wahrscheinlich alle letztlich beim selben Ergebnis, einfach mal zeigen, dass ihr das wirklich mal seht. Und ja, würde auch ganz gerne mal gucken, wie eure, also fragen, wie eure Ballengang-Erfahrung, wie ihr zum Ballengang überhaupt gekommen seid. Also da können wir vielleicht mal ganz kurz jeder mal in der Runde, weil das ist auch bestimmt interessant für die Leute. Ja, also ich habe zum ersten Mal vom Ballengang durch Silke erfahren. Ich laufe ja schon eigentlich immer barfuß und wusste gar nicht, dass es einen Ballengang gibt, wie du eben gesagt hast. Also ich bin einfach barfuß gelaufen, schon als Kind ganz viel. Und ich laufe einfach intuitiv. Und ich merke ja dann, wenn mir etwas wehtut, dass ich dann anders laufen muss. Oder auf verschiedenen Untergründen passe ich praktisch meinen Laufstil auch an. Also ich bin auch jetzt nicht unbedingt ein Freund von Barfußschuhen, sondern ich sage mir, lauf so natürlich wie möglich in der Natur. Und sonst in der Stadt passt eben auch dein Schuhwerk der Stadt an. Also meine Erfahrungen sind ganz natürlich gelernt, ohne Anleitung. Okay. Tobi? Ja, bei mir war es so, ich habe letztes Jahr im Januar war ich in München auf einer Yoga- und Rawfood-Messe, war es, glaube ich. Und da gab es einen Vortrag, ich glaube, von Leguano, haben ihre Schuhe da auch verkauft. Und da hat jemand einen Vortrag von denen gehalten. Und vorher hatte ich mich nie drüber gestolpert irgendwie und habe mich dann mal in den Vortrag reingehockt. Und
ja, dann hat er eben erzählt, wie es ist, dass es sonst über einfach auf die Knochenkette immer das ganze Gewicht drauf knallt und so ist es halt einfach über die Muskeln abgefangen und es geht nichts auf die Knochen und ja, und seitdem habe ich halt angefangen, immer mehr Ballengang zu machen und ja, ja. Genau. Und das ist auch ein interessanter Aspekt, wenn man überlegt, viele, gerade die Deutschen, sind ja alle, und ich bin ja auch betroffen gewesen, Übergewicht. Ne? Wenn ihr die Muskeln beansprucht, vergrößert ihr eure Muskeln, Muskeln verbrauchen Energie, ihr nehmt ab durch Ballengang. Also, ich meine das nur mal so jetzt als Nebeneffekt. Hanna, wie war es bei dir? Ja, ich habe mir ja die Barfußschuhe gekauft und Christian läuft ja schon länger in Barfußschuhen. Der hat mir direkt gesagt, ja, aber wenn du Barfußschuhe hast, ne, dann musst du auch richtig laufen. Und dann gab es immer einen in den Nacken. So, und dann läuft wieder falsch. Nein, gab es natürlich nicht. Jetzt klappt es noch mehr. ja, und dann hat Christian mich eben darauf aufmerksam gemacht, im Ballengang zu laufen. Aber ich habe es trotzdem noch falsch gemacht. Und ich habe mir dann wiederum Videos bei YouTube angeguckt und habe auch aufgrund meines Barfußschuh-Videos eine E-Mail bekommen, wo mir jemand gesagt hat, ja, hey, cool, dass du es vorstellst mit dem Ballengang, aber du läufst trotzdem falsch. Und dann habe ich es mir nochmal angeguckt und mir dann jetzt aber auch den richtigen angewöhnt. Cool. Und Silke? Also ich jogge schon tatsächlich ein paar Jahre im Ballengang, weil ich Knieprobleme beim Joggen hatte. Und dann habe ich irgendwann mal eine Doku gesehen, da hat ein Evolutionsbiologe gesagt, wir sind eigentlich Vorderfußläufer und wir müssten eigentlich auch beim Joggen über den Vorderfuß laufen. Das wäre viel gelenkschonender. Ich habe auch immer verschiedene Schuhe ausprobiert und hatte immer Knieprobleme. Und seitdem ich im Ballengang jogge, da kann ich auch barfuß joggen, habe ich überhaupt keine Knieprobleme mehr. Und das mache ich jetzt schon länger so, aber einfach immer nur beim Joggen. Und letztes Jahr habe ich ja angefangen, barfuß zu laufen, inspiriert durch meinen jüngsten Sohn. Und bin auch noch im Fersengang gelaufen. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr mit Barfußlaufen beschäftigt. Dann bin ich irgendwann wieder über den Ballengang gestoßen. Dachte ich mir, ach so, gut, wenn ich jetzt normal barfuß die Straße langlaufe, könnte ich ja auch im Ballengang. Und dann habe ich auch ein bisschen bei YouTube ein Video geschaut, habe auch ein bisschen dazu mich belesen und habe das einfach dann ausprobiert. Cool. Und bin dann auch durch dich, du hast mir dann auch nochmal richtig gezeigt. Auch in den Nacken geschlagen. Ich habe alle mir in den Nacken. Du hast mir zum Beispiel auch dann erklärt, wo der Schwerpunkt, wo man am besten aufkommen sollte, nämlich an der äußersten Kante. Das werden wir dann auch zeigen, dass es viel am stabilsten für den Fuß ist. Und ich muss sagen, ich laufe jetzt schon seit letztes Jahr barfuß, bin seit letztem Jahr schon viel barfuß gelaufen, im Winter natürlich nicht, aber ich bin noch kein einziges Mal gestrauchelt oder umgeknickt. Mhm. Mit Schuhen ist mir das schon passiert. Natürlich, ja. So, ne? Also man hat einen viel sicheren, stabileren Halt. Als letztes, bevor wir das vielleicht dann alle mal zeigen, noch die Information, weil du gerade vom Laufen geredet hast. Mhm. Es gibt beim Laufen immer die verschiedenen Laufarten. Es gibt den Vorderfußlauf und es gibt den Fersenlauf und dann gibt es aber auch den Mittelfußlauf. Und gerade diese Existenz des Mittelfußlaufes sollte uns hellhörig machen als Ballengänger oder als Barfußläufer, weil das nämlich genau das in die Richtung geht, wie richtiger Ballengang sich von falschem Ballengang unterscheidet. Weil du eben nicht Vorderfuß laufst, da denkt jeder Ballengang am besten mit der vordersten Zehenspitze zuerst aufkommen oder was auch immer. Und der Mittelfußlauf ist eigentlich das, wenn ich zumindest damals, wo ich mich informiert habe, dass auch viele Kenianer so laufen, Mittelfußlauf, weiß nicht, ob sich jemand auskennt, und das eigentlich das Entscheidende ist, dass die kommen nämlich mit der Mitte zuerst auf, dann nach, so leicht nach vorne und dann erst hinten auf. Also so, das ist ganz schwer am Worte zu fassen, deswegen machen auch viele am Anfang den Ballengang falsch, die einfach nur irgendwie vorne aufkommen. Und wir hoffen, dass wir das jetzt irgendwie in der Kamera irgendwie einfangen können. So, ihr seht schon, meine vier Mitstreiter, die haben ihr Bein leicht angehoben und lassen den Fuß ganz locker hängen. Und ihr seht, die Fußspitze der Ballen zeigt nach unten. Das seht ihr also auch schon, dass das natürlich ist, auch zuerst mit dem Vorderballen, also mit dem Ball, mit dem Vorderfuß aufzukommen. Ja, also beim Ballengang ist es so, dass man eben nicht zuerst hier mit dem hier zuerst aufkommt, sondern, also dass man jetzt sozusagen mit dem Fuß hier direkt gerade aufkommt, sondern man kommt tendenziell eher nach Beschaffenheit des Fußes, es gibt ja Senkspreiz und so weiter, Füße, mit der Seite hier auf. Und mit dem, was hier aufkommt, kommt der erste Druck. Danach verlagert sich der Druck ein bisschen nach vorne und erst am Ende nach hinten. Also nicht von vorne nach hinten, sondern erst hier aufkommen, dann vorne, dann hinten. Also, aber tendenziell hier im vorderen Bereich. Und das ist so, ja, wie Ballengang korrekterweise funktioniert. Ja, das war unser Video über den Ballengang. Ich hoffe, wir konnten euch mit diesem Video inspirieren, jetzt den Ballengang korrekter durchzuführen. Ja? Genau. Genau, das war's. Und wir verabschieden uns und sehen uns vielleicht bei einem der nächsten Potlucks. Alles hier. Klar. Und dann können wir nämlich Ballengang zusammen üben. Ja, das ist gut. Zusammen geht alles besser. Na dann, tschüssi. Bis dann. Ciao. Hallo, hier wieder vom Rohkost-Potluck. Ich bin hier mit dem Erik. Und der Erik, der hat mir gerade gesagt, dass er Safu mit hat. Habe ich das richtig verstanden? Ja, Safu. Und was ist Safu? Etwas ganz Eigenartiges. Das ist eine Art Käse, ein Vegan-Käse, eine Frucht, die wächst auf Bäumen in Kamerun. Und die isst man verschimmelt. Das ist
ist eine Frucht, die, wenn sie richtig reif ist, entwickelt sich schnell ein Schimmel. Mhm. Also schön sieht sie nicht aus. Nein. Mit Schimmel. Okay. Hat aber tatsächlich einen Geschmack wie Kräuterkäse, Alpenkräuterkäse, ja, mit Schimmel. So was. Oh. Ja, ja. Schön. Es gibt nicht viel zu essen davon. Ja. Nur die äußere Schicht, die ist etwa 3-4 mm dick. Hm. Und innen hat es einen großen Samen, der aber leicht zerbröckelt. Mhm. Den Samen nicht essen. Okay. Willst du mal probieren? Ich würde es ja gerne tendenziell mal etwas probieren, aber ich brauche nicht so eine ganze Frucht. Mir geht es ja nur um den grundsätzlichen Geschmack. Ja. Also so ein Fingernagel voll. Ja, ja, ein bisschen probieren. Dann schneide ich mal ein bisschen ab, das ist besser. Die Safo hat die Eigenart, dass oft nicht die ganze Frucht gleichzeitig reif ist, sondern ein Teil der Frucht ist reif und braun und verschimmelt. Entwickelt vielleicht schon etwas Schimmel. Ja. Und die unreifen Stellen, die sind oft violett. Man kann sie auch essen, die sind etwas säuerlich. Ja. Aber wenn man es würziger haben will und nicht so säuerlich, sollte man warten. Kennt der Silke den Geschmack? Silke kennt vielleicht Safu. Silke, kennst du Safu? Ich kenn Safu. Und schmeckt das? Würzig, herzhaft. Okay, ich mach grad Safu für du hast schon gegessen. Okay, also Silke hat das auch schon probiert. Würzig, herzhaft. Und Silke lebt noch und von daher kann ich doch ganz... Man kann es überleben, ja. Ja. Das ist ein bisschen, es hat sehr viel Geschmack drin, komischerweise. Und sie ist sehr konzentriert. So etwa wie Avocado. Es ist sehr fettig. Aber verschimmelte Avocado kann man, glaube ich, nicht essen. Das ist dann schon nicht mehr gut. Ich bin jetzt nicht der ganz große Fan von Avocado. Aber ich muss sagen, es schmeckt zwar ein fettig, das ist mir ein bisschen unangenehm, muss ich sagen, aber der Geschmack, das Würzige, in der Tat muss ich sagen, das erinnert schon ein bisschen an Käse. Ne? Käse, Wurst, da fehlt noch ein bisschen Pizza. Das Salzige. Da fehlt noch ein bisschen das Salzige. Und auch wenn du das salzen würdest, ich glaube, dann hättest du einen richtig geilen Geschmack. Es hat etwas Salz dabei. Auch etwas, ja. Aber also mit Salz noch, also dann würde das, glaube ich, und das kann man irgendwo kaufen oder wo ist das? Bei Orkos. Bei Orkos, ah, okay. Die Frucht kommt von Kamerun. Okay, alles klar. Das ist eine typische Frucht von Kamerun. Ja, okay. Also ich finde, es fehlt nicht an Salz. Hm? Aber wenn man Salz haben möchte, kann man ja vorher Algen essen, bis man genug Salz hat, stimmt, ja. und dann etwas Safu, dann hat man alles. Safu, interessant. So was lernt man hier beim Potluck kennen. Das, wie gesagt, vorher noch nie was gehört vom Safu. Und jetzt wisst ihr da draußen auch, was Safu ist, dank dem Erik. Und generell, Erik, wie gefällt es dir auf dem Rohkost-Potluck? Du bist jetzt das zweite Mal oder das dritte Mal dabei? Das ist schon das dritte Mal. Das dritte Mal bist du dabei. Und wie gefällt es dir hier? Ja gut, ist ein sehr schöner Platz in der Natur. Was hier halt noch fehlt, wäre ein Brunnen, wo man die Hände waschen kann. Das wäre schön. Aber es gibt einen kleinen Bach. So dort, wo das Wasser ist nicht so sauber. Ach so, okay. Naja. Oder man könnte Wasser mitnehmen in einen Kanister. Das stimmt. Das stimmt. So ein 20-Liter-Kanister würde genügen für alle Leute. Ja. Denke ich mir mal. Ich habe noch Durian. Durian. Das habe ich, glaube ich, schon mal probiert. Das ist nicht so meins, muss ich sagen. Also, das ist... Soll ich die Durian aufmachen? Also wegen mir musst du das nicht aufmachen. Ich kann sie schon aufmachen. Aber das ist, ich weiß nicht, ob das so für die, wenn das, gut, dann. Es ist Zeit, die ist reif, die sollte man essen. Hanna! Komm mal her! Das ist die Durian. Eine Montong. Ja, eine Montong. Die Sorte heißt Montong, die macht hier einen Spitz. Hm. Daran erkennt man, dass es eine Montong ist. Mhm. So, und, riecht die für euch? Ja, die riecht. Die riecht, ich rieche nichts. Ich rieche schon sehr intensiv. Kannst du mir mal ein Stück in den Mund stecken, damit ich mal kosten kann? Ja. Ich habe schon die andere Durian, es gibt noch eine andere Sorte gegessen. Nicht die Montong, sondern die andere. Eine Ganyao. Ja. Oder Chani. Nee, die hieß mit G, glaube ich, war das. Ganyao. Nicht so viel, nicht so viel. Du kannst ruhig anfassen, hier im Mund stecken, ich ekel mich da nicht. Du kannst es in die Hand nehmen, Erik. Erik, ja? Du kannst es in die Hand nehmen, ich brauche nicht deinen. Gut.
Du hast ja mal gesagt, du magst Durian nicht, ne? Aber ich wollte es mal probieren, weil es eine andere Sorte ist. Mhm. Nein, tatsächlich ist es nicht so mein Geschmack. Was hast du für einen Geschmack im Mund? Auch wieder cremig, fettig. Ich habe eine Aversion gegen Fett. Also richtig, ich mag kein Fett. Und das ist auch wieder sehr, sehr cremig. Süß, das ist angenehm. Das Süße ist angenehm. Sehr, sehr orientalisch, fruchtig. Irgendwie so ein schönes Aroma hat das. Sehr exotisch natürlich. Ja, ja, ein schönes Aroma. Aber die Fettigkeit übertüncht mir das, die angenehmen Sachen. Und wenn es draußen schimmelig ist, das ist egal, also draußen, das beeinflusst. Das ist nur in der Schale. Okay. Das ist seit gestern jetzt. Mhm. Ich hatte gerade mal Safu probiert. Hast du schon mal Safu probiert? Kannst du der Hanna mal ein kleines Stück von der Safu abmachen? Weil die Safu ist so ein, das ist eine verschimmelte Frucht. Was? Eine, ich will keine verschimmelte. Erik hat es mir richtig erklärt. Erik, das ist verschimmelt, ne? Sonst schmeckt das nicht. Ja. Genau. Das ist so eine Art Schimmelkäse, wächst auf Bäumen, ist also rein vegan. Hier hat es jetzt nicht einmal so Schimmel drauf. Kannst du vielleicht noch so ein kleines Stück abschneiden von mal so Fingernagel. Das ist Obst? Das ist Gewächs. Und es ist quasi verschimmelter Avocado. Keine Avocado, sie ist Safu. Also wenn Avocado Schimmel bekommt, kann man sie wahrscheinlich nicht mehr essen. Aber das kann man essen. So, dann das isst man mit Schimmel. Also sie ist richtig reif, wenn sie schimmelt. Okay, na dann, Hanna. Dann. Es gibt ja auch Schimmelkäse wie Roquefort, das ist jetzt so etwas ähnliches. Man isst das mit Schale so? Ja. Also nur das Äußere, den Samen drin nicht essen. Achso, nur das Schwarze. Ja, das ist nämlich tödlich. Das nur die Äußere. Alles essen, du kannst jetzt alles essen. Hanna, alles so wie es ist. Alles in den Mund. Alles in den Mund. Immer in den Mund und schlucken. Schön kauen, lange kauen. Achso, ja, kauen natürlich noch. Was hat es für ein Aroma? Also hatte ich schon so ein bisschen Ein bisschen nach Tanne. Und. Fettig ist es vor allem, Avocado, das war mir jetzt nicht so angenehm, aber der würzige Ding ist es schon. Mm. Also es schmeckt. Ein bisschen Salz fehlt noch, finde ich. Im Abgang wie so ein Schimmelkäse, so Roquefort oder so. Ja, ja. Mhm. Interessant, aber. Ja, nicht meins. Nee. Okay. Nee. Gut. Wunderbar. Also haben wir ja alles getestet, Durian, Safu und zusammen mit dem Erik. Cassia habe ich noch. Was hast du noch? Cassia. Kann man das essen? Ja, ja. Cassia Fistula oder so heißt Cassia das. Cassia Fistula, genau. Das sind jetzt 3 Stangen Cassia. Kann man da einfach was einfach abschneiden? Weil ich würde jetzt wieder einen Fingerhut voll oder sowas nochmal zum Testen. Das ist doch schwierig, weil die Cassia trocken ist. Ach so, man soll sie aufbewahren, trocken. Das aber wenn sie nicht trocken ist, kann man sie eigentlich nicht aufmachen. Na, dann lassen wir sie, wie sie ist. Man könnte schon, aber sie splittert dann halt. Die ist noch nicht reif jetzt oder fertig? Die ist reif, die ist schon in Ordnung. Man kann sie zum Glück lange aufbewahren, ohne Probleme. Gut. Trocken und kühl aufbewahren. Aber wenn man sie aufmachen möchte, sollte man sie etwas feucht machen. Also in ein feuchtes Tuch wickeln, ein paar Stunden drin lassen, vielleicht einen halben Tag in einem feuchten Tuch. Dann wird die Schale weich, dann kann man sie aufmachen, vielleicht so, oder mit einem Nussknacker. Okay. Ich breche das mal auseinander. Warte. Ja, sie splittert halt so, wenn sie trocken ist. So sieht das aus. Jetzt sieht man diese schwarzen Blättchen. Ja. Die kann man ablutschen wie Bonbon. Das sieht auch aus wie ein Bonbon, ne? So ja, sind Bonbon. So. Aha. Geschmacksrichtung. Kann man das jetzt nicht irgendwie mit dem Messer rausholen und essen? Das ist ganz hart, ne? Du kannst mal probieren, ja. Will doch nochmal probieren. Rausklauben. Ja. Ich möchte es nicht probieren. Geschmacksrichtung so Schokolade, Praline, Lakritze, eigentlich ein sehr. Mein lieber Scholli, ein bisschen bitter, dann kommt er noch, aber der erste Dings war wie so ein schönes Bonbon eigentlich. Ja. Richtig gut. Das sollte man essen, wenn man nichts essen tut. Cassia lutschen, also fasten, nichts essen. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Also ich muss sagen, das unterstützt das Fasten, nichts essen, Wasser trinken, Cassia lutschen, nichts essen. Das ist richtig. Und warten, bis der Körper entgiftet, bis man auf der Toilette ist. Das ist richtig vollwertig. Also ich spüre das, ich esse das und das tut so alles von mir, also was ich brauche irgendwie, also das fühlt sich richtig gut an und so richtig voll. Und entsprechend, also das muss ich mir sagen, werde ich mir wahrscheinlich auch mal zulegen. Die anderen Sachen haben mich jetzt nicht so überzeugt, aber das hier, tja. Möchtest du ein Stück?
Oh, das kann ich gar nicht annehmen, Erik. Nimmst du? Alles klar, Erik. Ich will noch eins haben. Alter, aber bitte. Das nehme ich. Alles klar, danke, Erik, dass du hier bist und dass du uns dann hier immer wieder mal teilhaben lässt von solchen Sachen. Und sowas erfahrt ihr alles beim Rohkostportal. Wenn ihr Lust habt, kommt einfach mal vorbei. Hier ist alles dabei. Ich hab da noch was. Die härteste Nuss der Welt. Ja, die kenne ich aber, die Macadamia-Nuss. Kannst du die in der Hand öffnen? Unmöglich. Ich brauch den Schraubstock oder einen Hammer und Stein, die ist also richtig hart. Ja. Naja, gut, alles klar, das war's hier vom Rohkostpodlack. So, und nächste Woche ist auch noch ein Rohkosttreffen, nächste Woche, ne? In einem Monat. In einem Monat. Das ist Ende Juli, geht etwa bis 9. August, dauert 10 Tage. Und das ist auf einem Campingplatz. Der Campingplatz heißt La Grange du Pin. La Grange du Pin, das heißt also die Scheune der Pinie. Nicht Brot, Pin heißt auch Pinie, P-I-N geschrieben, La Grange du Pin. P-I-N, so findet man den Ort im Internet. Das ist ein Campingplatz. Gehört zur Gemeinde Treffort-Cuisia. Okay. Das ist etwa 20 Kilometer nördlich von... Gibt es eine Website oder sowas? Bourg-en-Bresse. Man könnte es wahrscheinlich finden unter Rohkosttreffen Frankreich. Okay, alles klar. Also die Information für euch, nächsten Monat ein richtig zehntägiges Rohkosttreffen in Frankreich. Dann kann ich nur sagen, merci Eric. De rien. Ah. Enchanté. Enchanté. Hallo, wir sind wieder hier beim Potluck und ich habe mir heute wieder jemanden geschnappt. Das ist der Jesper. Der war auch im vorigen Potluck zu sehen, allerdings nur als so kleiner Punkt oben auf dem Baum. Das war der Verrückte, der hier oben auf dem Baum geklaut ist. Ich zeige euch mal den Baum. Guckt euch mal das an. Den Baum da hinten, den großen, da ist er ein bisschen hochgeklettert. Verrückter oder ich auch nicht, das ist die Frage. Ja, und jetzt nochmal vom Rohkostpotluck, hier wieder mitten in trauter Runde. Ist noch relativ voll, ist glaube ich so 18 Uhr oder sowas wird es sein, ne? Ja, relativ, das sind irgendwie 30, 40. Ja, 40. Alles hier noch über aber uns. Insgesamt waren es aber bestimmt irgendwie. Nur so 40 waren es diesmal, ungefähr. Und auf jeden Fall. 40 sind jetzt. Egal. Hast du Akkus? Genau. Akkus bei dir. Ich will die letzten Minuten hier noch irgendwie füllen mit Material für euch, um einfach mal die Leute so ein bisschen kennenzulernen. Und hier kommen ja auch immer mehr Leute, die sich ja das Bedürfnis haben auszutauschen. Und nicht nur innerhalb von den 40 Leuten, die hier sind, sondern auch weiter. Und der Dario gehört dazu. Und der, oh, jetzt habe ich Christian gesagt. Martin. Der Martin war es, genau. Der Martin. Ja, die haben selber auch, du hast einen YouTube-Kanal, wo es eher so, also nach meiner Sicht eher um so Politik geht, Philosophie, so Verschwörung vor allem, ein bisschen. Und bei dir geht es eher um veganes Essen. Genau. Du bist mir viel sympathischer als der. Aber ich will eigentlich mehr so Methodik machen. Wie kann man irgendwie selbst aktiv sein, will ich eigentlich. Aber da ich so passiv bin, wird das nichts. Okay, also bestimmt interessant, mal vorbeizuschauen. Ich habe jetzt gerade wieder meine Realität manifestiert. Ich will einfach fragen. Okay. Ja, ich wollte fragen, du bist das zweite Mal da und du bist das erste Mal da. Genau, ich bin das erste Mal da. Genau, da frage ich erstmal dich, du bist das erste Mal da. Was ist so dein Eindruck? Du bist das erste Mal auf so einem Rohkostpotluck. Was waren deine Erwartungen, die du daran gehabt hast? Und wie hat sich das jetzt bestätigt oder was hat sich jetzt geändert an dem Bild? Das würde mich interessieren. Genau, also ich bin erstmal ohne Erwartungen hergekommen. Und habe ganz phänomenal mitbekommen, wie viele Leute auf einen selbst, auf mich selbst zugehen. Und bin total begeistert. Also ich konnte gar nicht so viele Leute kennenlernen, wie auch da waren, die alle interessant sind und alle auf einer Wellenlänge. Wunderbar. War eine gute Bereicherung. Ja, also vor allem waren die Gespräche und die Menschen, ist das für dich das, was eher hängen bleibt als das Essen? Ja, genau. Okay, genau. Interessant. Cool. Also der erste Eindruck, wenn man jetzt hier gewesen ist und bei dir, du bist das zweite Mal da, kannst du dich an das letzte Mal erinnern und merkst du einen Unterschied und was ist generell so das, wie du das jetzt hier so siehst? Ich glaube, beim ersten Mal war ich sehr schüchtern und war noch nicht so richtig in Gespräche verwickelt. Ich hatte jetzt ein paar mehr Gespräche, aber wir haben uns gerade schon ausgetauscht mit dem Kumpel, der links neben mir sitzt und inkognito bleiben will. Wir sind zu zweit hier. Wird schon mit drauf sein, ja? Nee, dass die Gespräche auf solchen Treffen, weil wir ja auch schon auf einem High Carb Treffen waren, auf einem veganen High Carb Treffen in Düsseldorf, dass die Gespräche irgendwie relativ ähnlich verlaufen. Also es geht lastig um Ernährung und hier ist auch stark so dieses Verschwörungsthema, beziehungsweise diese Kern
fragen, wo kommt der Mensch her? Kommen wir von Atlantis? Und sind wir alle von anderen Planeten hergekommen? Das ist so ein Mindfuck-Ding. Also das da ist jetzt hier man, das Thema. Da kommt man teilweise, jetzt nicht zwangsläufig, ich will es gar nicht auf diesen Potluck projizieren, aber das war heute bei mir so. Aha, da kommt man teilweise in Gespräche, wo man denkt so, ah scheiße, der ist relativ verbohrt in seiner Meinung und hat echt viele Bücher gelesen und da kommt man in ganz andere Welten und muss erstmal den Mut aufbringen, da zu widersprechen und du musst es wahrscheinlich, weil du eher sagst, du bist erst so passiv und ein bisschen zurückhaltend, weil wenn mir jemand was sagt, wo ihr jetzt sagt. Da war ich dann schon eher kontra, aber da hat man gleich gemerkt, dass es ist relativ. Aber es klingt interessant, mit mir hat noch keiner geredet über Atlantis und über was du jetzt gesagt hast. Ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt. Ja. Wie hieß er? Joachim. Nee, ich meine jetzt der nicht. Ach so, ja. Weiß ich gar nicht. Ja. Ja. Wie dem auch sei, auf jeden Fall. Die Veden haben wir auch gesprochen, über die Veden. Über die Veden. Ja, also, Schriften und so. Was du sozusagen, findest du das gut, dass du ein sehr breites Themenspektrum hast, oder möchtest du lieber speziell? Ich würde gar nicht sagen, dass das Spektrum jetzt hier so breit war, beziehungsweise ich kann es empirisch gar nicht feststellen, weil ich gar nicht mit so vielen Menschen gesprochen habe. Okay. Also ich war jetzt zum Beispiel, ich hatte das Gefühl, in Gesprächen so festzuhängen, wo man irgendwie das Gefühl hat, ach scheiße, wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, ich will mir jetzt irgendwie was zu essen holen oder ich will woanders hin, dann ist es unhöflich. Also das habe ich manchmal, dass ich dann da so stehen bleibe und feststecke. Wobei das wahrscheinlich eine Problematik ist, die jetzt weniger das Potluck betrifft, sondern deine Persönlichkeit, dass du da dich irgendwie blöd fühlst, wenn du jetzt weggehst. Ja, genau, aber man sieht schon, dass sich auch hier Grüppchen bilden, finde ich schon. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Aber was ich persönlich gut finde, ist, die Grüppchen, wenn du mal beobachtest, das sind nicht immer die gleichen. Das heißt, die durchmischen. Die durchmischen sich. Also ich sehe das, also bei mir sehe ich das sowieso, dass mit allen Menschen, aber auch zum Beispiel in Joachim, den habe ich heute schon fast überall stehen sehen. Ja. Auch bei der Silke war das ähnlich. Hanna, meine Freundin, die sehe ich auch immer irgendwo anders, bei irgendjemandem. Also das ist schon sehr stark durchmischt. Ich schon gut und entsprechend, open-minded und ich noch nicht. Ja, wahrscheinlich. Und entsprechend sind auch die Themen wirklich breit. Ja. Also ich habe heute auch vom Reden her also extreme breit. Aber ich hatte auch nicht mal Atlantis. Also das kommt, das steht mir wahrscheinlich noch bevor, wenn ich weiß, wer derjenige dann ist. Weil, naja, gut. Über freien Willen haben wir heute auch geredet, kurz. Über freien Willen? Und dass es keinen freien Willen gibt und das ist alles. Hatten wir vor uns auch, mit Jesper hatte ich vor uns das Gespräch über freien Willen. Ja. Ich würde mit Jesper nochmal auf den Baum klettern, das wäre auch nochmal so eine Sache. Ja? Ja. Ja, bei Jesper ist es so, der klappt wirklich nur, wenn er intuitiv das spürt. Ah, ja. Also wenn er, der sagt, ich will auf den Baum klettern, guckt er sich den Baum an und dann fragt er sich und dann, also... Ja, das werden wir mal sehen. Mal gucken, ob es hinhaut. Mal schauen. Gut, das sind also weitere Eindrücke hier vom Potluck. Mal sehen, ob der Akku noch hält für den einen oder anderen. Die Kanäle von den beiden verlinke ich euch. Das eine ist ein Blog, das andere ist ein YouTube-Kanal. Und ja, und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ne? Tschüssi. Ciao. So, jetzt ist das Potluck, ist noch nicht zu Ende, aber es neigt sich so langsam dem Ende. Also jetzt ist es 19 Uhr ungefähr und ja. Wurde Gewitter wieder angesagt, aber wurde immer irgendwie Regen wieder angesagt, aber trotzdem schön geblieben und selbst wenn es gewittert hätte, da hätten wir uns wahrscheinlich irgendwo untergestellt oder sowas. Da auf jeden Fall, ja, muss ich sagen, das Potluck heute war für mich persönlich in meiner Erfahrung sehr beschaulich irgendwie für mich. Für mich war das heute, die letzten Male waren so viel, aufpushend irgendwie so. Und heute war das für mich so richtig schön beschaulich. Ich habe heute auch nicht schöne, lange, ruhige Gespräche mit Menschen geführt. Ja. Ja, also, weißt du, wie viele heute da waren? Ich habe vorhin mal kurz nachgezählt, es waren 40 Leute. Also doch ein Stück weniger. Aber weniger als beim ersten, beim zweiten Mal. Mhm. Und und 40 Leute und diesmal auch relativ wenig Kinder, finde ich, also bis 5 oder 6. Mhm. Ja gut, es haben auch gerade die Ferien begonnen, haben ja schon einige angekündigt. Das stimmt. Doch woanders hinfahren als zu unserem Potluck. Und ich habe das erste Mal auch kritische Kommentare zum Rohkost-Potluck gehört, vom Dario und seinem Freund. Sie haben bei den Gesprächen festgestellt, dass sie eben dass das Thema Gesundheit so sehr dominierenden Charakter hier hat bei den Gesprächen. Okay. Was sie natürlich auch, was auch verständlich ist bei einem Rohkost-Potluck, aber sie hatten es wahrscheinlich nicht so erwartet und ich hatte das Gefühl gehabt, dass sie das schon ein bisschen kritisch gesehen haben und dass halt die Gespräche immer in eine Richtung gehen und dann auch, dass viele Sachen
wie zum Beispiel, dass wir von Atlantis abstammen oder sowas hat irgendjemand gesagt und das war denen ein bisschen zu strange, ein bisschen zu abgefahren und was ich nachvollziehen kann, aber für mich wäre es nicht unangenehm. Ich kann ja Sachen nicht teilen von Informationen, aber mir ist es dann nicht unangenehm, wenn diejenigen, im Gegenteil, es interessiert mich dann, wenn jemand... Wir gehen ja dann immer so ins offene Gespräch, wir müssen das ja nicht alles so annehmen oder für uns so aufnehmen. Mhm. Ne? Wir hören uns das einfach an und dann entscheiden wir einfach, ist das für uns was oder nicht, können wir dem folgen oder nicht. Genau. Aber das ist ja das Schöne immer hier beim Podluck, jeder kann das sagen, nachdem, also er findet immer jemanden, der zumindest zuhört, findet vielleicht auch Gleichgesinnte, aber man wird nie ausgelacht oder komisch angeschaut. Ne? Das ist einfach hier so eine Akzeptanz. Dann redet eben jetzt jemand mal, dass wir von Atlantis abstammen. Genau. Dann hört man sich das mal an, denkt mir so, okay, gut, bewegt mich jetzt nicht oder da kann ich irgendwie, das interessiert mich, da beschäftige ich mich weiter damit, aber das ist halt hier so. Ne? Ja. Das ist wirklich, genau die Einstellung, aber was auch schön war, der das erste Mal da war, komme nicht auf den Namen, der hat aber, ist ein junger Mann, der hat sein Kind verloren, vor 3 Monaten ist gestorben und der hat sich hier total wohl gefühlt, aufgefangen gefühlt, er hat davon berichtet, habe mit ihm auch ein kleines Interview gemacht, davon berichtet, inwieweit er das total schön war, dass die Leute, dass verschiedene Leute auf ihn einfach zugegangen sind, ohne dass sie ihn kennen und einfach mit ihm reden und einfach, wie gesagt, man kann da viel reininterpretieren, aber vielleicht spürt man das auch, dass so ein Mensch gerade vielleicht ein bisschen Wärme braucht, ein bisschen Zuneigung, dass man da hinsetzt. Auch die ältere Frau, die dort sitzt, die sitzt, hat sehr oft alleine da gesessen, da setzt sich immer wieder jemand hin. Ne? Die sitzt einfach alleine auf so einem Stein, ist eine ältere Frau, die einfach nur da sitzt und es gibt immer wieder jemand, es ist immer jemand, der da hingegangen ist zu ihr. Und obwohl sie das erste Mal da ist, keiner kennt sie, einfach sitzen sie hin, kommt ins Gespräch und wildfremde Leute. Vor allem ich hatte auch das Gefühl, sie hat es genossen, einfach zu sitzen und zu beobachten. Mhm. Also man muss auch dazu sagen, sie war mit ihrer Tochter. Sie ist mit ihrer Tochter. Ja. Sie ist jetzt nicht ganz allein und die Tochter war ganz aktiv im Gespräch und sie hat auch einen YouTube-Kanal, die Tochter, und hat verschiedene Interviews geführt. Das ist übrigens eine ganz interessante Person, die Tochter von dieser älteren Frau. Die war das so die Heilerin? Art, so eine Art Heilerin. Also ich habe heute auch erfahren, wir haben ja alle männliche und weibliche Energie und uns und meine männliche Energie, die versteckt sich so ein bisschen, die will nicht raus. Das kann schon sein. Ich bin ja auch nicht so ein, ich lasse gerade so diese männliche Energie, mal Wut, Ärger, das kommt bei mir ja nicht so hoch. Oder ich drücke es immer wieder runter und lasse es nicht raus. Und es war sehr interessant, was sie da so gesehen hat. Sie wollte eigentlich auch, ich wollte unbedingt lernen, wie man so die weibliche und die männliche Energie miteinander verbinden kann. Das kann man so mit den Händen machen. Das ist mir leider nicht gelungen. Sie hat wirklich immer gesehen, dass die männliche Energie sich, die kommt hier von der rechten Hand, sich immer wieder zurückzieht. Die weibliche will, aber die männliche zieht sich zurück. Da werde ich noch ein bisschen dran arbeiten mit meinem Bewusstsein, mit meinem Wurzel- und Herzchakra. Und dann, wenn sie das nächste Mal da ist, hoffe ich, dass sie dann dazu führen kann, dass ich meine weibliche und männliche Energie verbinde. Wirklich hochinteressant. Ich bin ja auch für alles offen, das mal auszuprobieren. Ich muss dann noch, werde ich mir dann noch vornehmen. Ich bin mal gespannt, wie das bei mir ist. Aber das ist halt wirklich, auch, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich tue eigentlich bei jedem Podcast irgendwas Neues, eine neue Inspiration oder einen neuen Gedanken oder irgendwas Neues auffangen, was mich dann auch beschäftigt, was ich durchdenke, wo ich fühle, dass ich irgendwie etwas mehr in diesem Leben erfahren habe, durch das Rohkostprojekt, durch diesen Menschen und was mir, egal ob ich da zustimme oder ob ich da nicht zustimme, wo es einfach nur um die Erfahrung geht und dass das so wertvoll macht, dieses Rohkostprojekt, diese Erfahrung. Genau, ich freue mich auch, ich will mich dann noch mit einem jungen Mann unterhalten, den hatte ich schon auf der Revolution in Berlin kurz kennengelernt. Kam heute, hat leider auch den Podcast nicht gefunden. Wir müssen uns mal irgendwas überlegen, wie wir das besser ausschildern. Ich habe eine Skizze gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, woher er das hatte. Wahrscheinlich schon über YouTube. Der ist ja 2 Stunden rumgeirrt. Scheiße. Ich habe extra bei Rokus Potluck eine Skizze eingemalt. Wahrscheinlich hat er das über YouTube. Vielleicht ist er nicht bei Facebook. Und mit ihm möchte ich mich dann unterhalten. Er hat sich auch mit dem Thema beschäftigt, dass wir eben die Energie, die wir benötigen, dass wir die nicht nur über die Nahrung zu uns führen, sondern auch über andere Kanäle. Wir würden ja an Energie ungefähr 6000 Kilokalorien ausstrahlen. Ich weiß jetzt nicht, wie diese Einheit heißt. Wo hat er Kilokalorien wahrscheinlich? Aber ich will mich ja mit ihm darüber unterhalten. Das hat er gesagt, da hat er sich ganz sehr damit beschäftigt. Ich so ein bisschen an der Oberfläche und mich interessiert das total. Und es ist natürlich nur die Gelegenheit, mich mit jemandem auszutauschen, der da schon tiefer eingetaucht ist. Okay. Das mache ich dann auch. Wunderbar. Also ihr seht, wir sind immer noch, obwohl es um 7 ist, haben wir noch Pläne hier vom Rohkostprojekt. Es ist schon um 7. Oh, die Zeit verging ja wie im Fluge. Genau. Und wir werden wahrscheinlich da sitzen, bis es dunkel wird. Es bildet sich wieder die obligatorische Gruppe da hinten. Also alle finden dann, wenn umso mehr Leute weggegangen sind, umso kleiner die Gruppe wird. Da sind wieder alle zusammen. Da war eine Gruppe, da waren wir. Also wir hatten heute so 3 verschiedene Plätze. Ja. Und dann jetzt wird es weniger und jetzt
scharen sich alle so um eine Decke. Oder genau. Scharen sich alle an einem Platz. Das ist schön. Ja. Und so nimmt dann der Abend doch so ein ganz sanftes Ende irgendwo. Das wird immer einfach natürlich immer kleiner. So, irgendwann sitzt dann eine Gruppe da von, schwungen wir uns immer noch 10, 12 Leute, würde ich sagen. Und dann irgendwann spüren wir dann alle, ja, jetzt ist es Zeit zu gehen. Wobei wir uns heute ja wahrscheinlich vorgenommen haben, dass wir halt die Feier dann sozusagen noch weiter verlegen und die Partymeile einfach mal in die als Rohköstler in die Partymeile in Leipzig das mal krachen lassen. Einfach mal so als Kontrastprogramm, ja, einfach mal just for fun probieren, schauen und ja. Schön. Ja, ich bin auch wieder ganz erfüllt. Ja. Und es hält immer an bis zum nächsten Podlag, hält es immer an. Diese ganze Energie, die man hier zu spüren bekommt und die netten, lieben Kontakte. Es gibt ja auch wieder ein paar YouTuber oder auch ein paar, die von weiter her gereist sind, die ja jetzt hier noch ein paar Tage bleiben in Leipzig. Das finde ich auch immer schön. Die planen sich richtig ein paar Tage Zeit ein und da kann man dann noch das ein oder andere Unternehmen wirklich noch mal treffen. Was ich ganz besonders fand und was eigentlich so auch so ein bisschen das Highlight von den Rockhost so ist, von den Menschen, die gekommen sind, es gibt eine junge Frau, die ist heute nicht da, die kommt erst morgen, die fand das Rohkost-Potluck, die beiden, wo sie da war, so gut und die fand die Stadt so gut und die fand die Menschen und die hat das Gefühl gehabt, dass hier was wächst, dass hier irgendwie so eine Energie entsteht, was Jesper ja auch schon da, wo man sich mal unterhalten hat, gesagt hat. Und sie findet die Stadt so gut, dass sie nach Leipzig zieht. Ausgehend von den Rohkost-Potluck. Wer war das jetzt? Ronja. Die Ronja? Mhm. Oh, also die junge Ronja. Genau. Und und die steht jetzt eine Woche wieder bei der Hanna und so schaut sich Wohnung an und so weiter und sie findet einfach, dass hier eine ganz besondere Energie herrscht und Energie entsteht und das ist auch das Feedback, was wir auch von vielen Menschen, gerade die so ein bisschen feinfühliger sind und die das erste Mal zum Rohkost-Potluck kommen und das trotz mir, ich bin ja eigentlich so ein lauter Mensch und so ein Mensch, der aber auch... Du hast dich wirklich gebessert. Das heißt gebessert? Seit dem ersten Potluck. Eigentlich meine... Du bist wirklich da feinfühliger geworden. Auch ein bisschen, du kannst dich auch ein bisschen mehr zurücknehmen, habe ich so das Gefühl. Also wenn man das jetzt vom ersten Potluck ansieht. Und man merkt auch immer, wie erfüllt du bist von diesem Treffen. Du stehst dann so da und strahlst. Und man merkt dir das wirklich auch an, dass er das richtig gut tut, dass er das richtig genießt, hier zu sein. Definitiv. Also es ist auch von diesen Events oder was man so auswärtig von seinem Alltag vielleicht macht, das ist absolute Highlight für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß auch immer schon den Termin genau, wann das nächste Mal ist, der 30. Ist der 30. Heute bist du dran, genau, also am 30. Juli, genau. Wieder ein Samstag, wieder ab 11 Uhr treffen wir uns hier im Aquapark Kinderreich, das ist dieser Naturspielplatz. Und vielleicht gibt es ja noch eine erweiterte Skizze oder sowas, weil die von mir scheint ja nicht so gut funktioniert zu haben. Also das ist in der Nähe vom Goethesteig, das kann man schon sagen. Der Goethesteig ist ja hier parallel. Genau. Das muss in der Nähe vom Goethesteig sein. Und ihr könnt auch bei Facebook mich einfach adden, Christian Pötzl, ich gebe euch meine Handynummer, meine private Handynummer und die kriegt ihr dann. Und wenn ihr dann hier davor seid und es nicht findet, ruft ihr einfach an und dann kann ich euch nämlich sagen, dass ich auch nicht so genau weiß, wie es jetzt hier reingeht. Aber ihr habt zumindest meine Handynummer und ihr habt moralische Unterstützung bei der Suche. Und das ist doch immerhin schon was. Mhm. Ne? Genau. Gut. Weißt du, über was wir noch nicht gesprochen haben? Nee. Essen. Essen. Gab's heute. Ja. Müssen wir jetzt auch nicht weiter thematisieren, oder? Egal. Wenn dir was auf der Seele liegt, was mit dem Herzen... Es war heute nur sehr salatlastig. Er war sehr salatlastig. Aber mir hat's geschmeckt. Ja. Ich muss sagen, dass es heute sehr wenig süß war. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ich liebe süße Sachen. Und aber das ist nichts... Das schmälert die Qualität des Rohkost-Potlucks überhaupt nicht. Also ich tue es einfach neutral so feststellen für mich. Aha, heute gibt es wenig Süßes, ich esse zwar ganz Süßes, aber daran merke ich, und das habe ich auch vorhin im Interview mit anderen, der Hauptgrund, der herzukommen, das ist nicht das Essen. Das sind die Leute, das sind die Menschen. Das ist diese Open-Mindedness, was man hier vorfindet. Und ich finde das immer so amüsant, wenn dann das Buffet eröffnet ist, dann wollen die meisten erstmal probieren und ich nehme mich dann wirklich erstmal bewusst zurück und genieße das, wie die Leute sich da erfreuen an diese Rohkost. Ich habe dann oft auch, es geht ja meistens um 12 los mit Essen, zwischen halb und 12. Ja. Das ist ja eigentlich die Zeit, wo ich normalerweise noch gar nichts esse. Also ich mache dann wirklich immer einmal im Monat eine Ausnahme, beginne dann schon mittags zu essen und esse auch mehr, als ich eigentlich brauche, aber ich denke einmal im Monat. Das ist doch Rohkost-Potluck. Also, das ist doch einmal im Monat kann ich das schon machen, aber es ist sehr untypisch für mich, was ich dann an so einem Tag esse. Ich esse ja doch gerade in letzter Zeit mehr Monomahlzeiten, sehr schlicht, immer einmal am Tag, maximal zweimal. Und hier isst man dann doch über den Tag verteilt mehreres und vermischt, aber klar. Aber es sind wirklich die Leute, die haben auch so dieses... Das ist ein wunderschöner Platz, das haben wir auch immer wieder thematisiert. Das ist ein richtig genialer Platz, der ist sonnig, der ist schattig, man kann sich zurückziehen, man kann auch in der Gemeinschaft sein. Für Kinder ist es super, hier gibt es viele schöne Möglichkeiten für Kinder, die sich hier beschäftigen können. Und es gibt hier wunderbare Bäume. Hier ist zwar hinten auch die B2, man hört schon immer ein bisschen den Verkehrslärm, aber auch
Das ist so dominant, das Vogelgezwitscher hier auch. Und das schaltet das, das diesen Verkehrslärm, den man so leicht gedämpft hört, den schaltet man dann auch irgendwann ab. Und schaltet man aus. Und es ist einfach schön. Das ist einfach dieser Ort hier, den ich schon so viele Jahre kenne, auch durch den Kindergarten meiner Kinder. Ja, es ist ja praktisch so der Hauptort des Kindergartens, die sich immer hier. Dein Wohnzimmer sozusagen. Ja, ich kenne den Ort schon so lange und habe schon so viel Zeit hier verbracht. Und dass das mal dann hier so ein Potluck-Ort wird, der auch so vielen Ruhe gibt oder auch Mut gibt. Mut. Letztes Mal war jemand dabei, der hatte bis jetzt noch nicht geschafft, oder ist das für sich nicht. Da fand er sich vegane Ernährung so schwer und so krass und so extrem und so weiter. Und der hat durch das Rohkost-Potluck den Mut gefunden, mit der veganen Ernährung anzufangen. Und ist jetzt 3 Wochen später, dann hatte ich einen Live-Talk bei mir im Gespräch. Und dann hat gesagt, nach 3 Wochen immer noch total inspiriert und ist halt total dankbar dafür, dass es dieses Event gegeben hat. Und wie gesagt, hier ist wirklich was, und das hörst du halt immer wieder zu hören. Das klingt so ein bisschen wie Selbstbeweihräucherung, aber ja, die haben alles das Gefühl, hier entsteht was. Hier ist irgendwie also, wir bekommen ja auch immer wieder das Feedback, dass wirklich so ist. Ja, ja. Das denken wir uns ja nicht einfach. Nee, aus. Das spiegelt ja, oder das reflektiert ja jeder, spiegelt ja jeder uns. Und alleine die Tatsache, dass die Menschen wirklich teilweise jedes Mal von Frankfurt, von München, von Würzburg, von jetzt wieder von der Ostsee, von wo auch immer herkommen, also wirklich, das zeigt ja auch dann wirklich, dass da ist was, ne? Und das nimmt man nicht einfach so auf sich. Und von daher. Ja, ich könnte nur aufrufen, dass Menschen, die sich auch durch, sag ich mal, durch uns und was wir sagen, auch angesprochen fühlen. Es bringt jetzt vielleicht nichts, wenn jetzt jemand da jetzt die neuesten Rohkost-Rezepte will und sonst was. Es ist sicherlich nicht verkehrt, aber vor allem die Menschen, die halt auch andere Menschen suchen, wo man mal auch sein kann, wie man ist. Wo man wirklich, egal, auch wenn das total krass oder spinnerisch oder sonst was, hier ist wirklich jeder willkommen. Jeder willkommen und jeder findet auch Gesprächspartner und Leute, die einfach mal Menschen kennenlernen wollen, wirklich kennenlernen und nicht Hallo und auf Wiedersehen sagen, sondern wirklich ins Gespräch kommen, auch fühlen. Schöne Rede, wir müssen aufhören. Wir haben das Akku, also unser Akku ist gleich leer. Ich war doch gerade im. Wir müssen uns gleich, wir müssen leider uns verabschieden, aber beim nächsten Podcast gibt es dann, kannst du deine Rede weiterführen. Alles klar. Na gut, dann. Genau. Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit und hoffen, dass wir den einen oder anderen von euch beim nächsten Podcast am 30. Juli hier in Leipzig-Markrafa sehen können. Okay. Kennenlernen dürfen. Und dann gibt's meine Rede. Genau. Tschüssi. Ciao. So, wir waren heute beim Rohkost-Potluck und hatten einen wundervollen Tag mit ganz vielen wundervollen Menschen. Leider gab es nicht ganz so viel zu essen. Genau, hier Christian jetzt hier mit Bier und Kochner. Bier! Ich! Cola. Cola? Ich bleib bei Cola. Ja. Zweite Portion. Erste genau. Hat nicht gereicht. Und ich weiß nicht, ob es die beste ist. Besser. Ja.